So, jetzt siehst du gleich, was für Vorteile so eine Mindmap hat. Also, ich habe hier meinen Text, aber ich habe ja auch alles Wichtige, was im Text drin steht, hier in meiner Mindmap. Und jetzt gehe ich da mal an dieses Aufgabenblatt ran. Und zwar kann ich jetzt, muss ich jetzt nicht mehr im Text nachlesen, sondern ich kann nachschauen, was ich mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, ich soll hier diese Aufgabe machen, beschreibe das Aussehen des Igels. Okay, nichts leichter als das. Da haben wir angefangen mit der spitzen, feuchten Rüsselschnauze. Also ich schreibe auf, spitze, feuchte Rüssel, Schnauze. So, okay, gut, das habe ich schon mal geschafft. Dann geht es weiter hier mit den Augen. Kleine, schwarze Augen. Dann das hier sind wahrscheinlich die Ohren. Kleine, runde Ohren. Na, hier. Kleine, runde Ohren. Dann geht's weiter. Da oben die Stacheln am Kopf, wie hießen die? Ah ja, richtig, an der Stirn ist es die Stachelhaube. Also Stachelhaube. Okay, und da hinten ist es das Stachelkleid. Dann hier unten die Pfoten. Nackte Pfoten mit 5 Zehen. Nackte Pfoten mit 5 Zehen. Und ganz da unten, was hat der Igel am Bauch? Am Bauch braune, ne, da kann ich jetzt einfach schreiben, braune, borstige Haare. Ne? Jetzt sehe ich, dass der Strich zum Bauch geht. Da muss ich nicht mal mehr aufschreiben am Bauch, sondern da reicht einfach nur braune, borstige Haare. Weil ne, dieser Pfeil hier sagt mir, das ist ja am Bauch. Gut, damit habe ich die erste Aufgabe geschafft und habe super meine Mindmap einsetzen können. Jetzt geht es aber weiter. Nächste Frage: Wo lebt der Igel? Und ich soll mit dem Unterstrichenen anfangen. Also schreibe ich auf, der Igel lebt. Kein Punkt natürlich. Der Igel lebt. Hecken, Feldgehölze am Waldrand. Also, der Igel lebt in Hecken, Komma, in Feldgehölzen. Und am Waldrand. Bei Menschen. Ne, haben wir noch gesagt, lebt er im Garten, also in der Nähe von Menschen. Ne? Bei Menschen. Lebt er im Garten oder im Kompost? Punkt. So, damit wieder eine Frage beantwortet. Jetzt geht's weiter. Was tun Igel meistens am Tag? Ich habe hier aufgeschrieben, sie sind nachts aktiv. Wenn sie nachts aktiv sind, also umherrennen, dann sind sie am Tag. Ne, was machen sie dann wahrscheinlich? Dann schlafen sie. Also am Tag schlafen Igel. Ne, ich schreibe es jetzt mal nicht auf, sondern jetzt muss ich nochmal gucken. Was tun Igel in der Nacht?
Also ich schreibe es jetzt nicht auf, du kannst es dann selber machen. Was tun Igel in der Nacht? Sie sind hier nachts aktiv, sie gehen da auf Nahrungssuche. Also, in der Nacht suchen Igel ihre Nahrung. Wie findet der Igel seine Nahrung? Das ist jetzt was Schwieriges, das musst du nochmal im Text wirklich nachlesen. Wie findet der Igel seine Nahrung? Ich gebe dir mal einen Tipp. Es steht nicht bei Nahrung, sondern bei Verhalten. Ja, also bei da, wie er sich verhält, so findet er seine Nahrung. Aber das nächste wieder, was frisst der Igel? Das haben wir alles aufgeschrieben, das kannst du mir alles hier aufzählen. Der Igel frisst und dann geht's los. Insekten, Larven, Schnecken und so weiter und so weiter. Und dann schreibst du mir einen riesengroßen langen Satz, wo alle Tiere vorkommen. Und dann hast du auch diese Frage beantwortet. Und dann am Schluss kommt nur noch richtig oder falsch Kreuze an. Und dann musst du das hier ankreuzen. Und da musst du einfach ein bisschen nachdenken, was du schon über den Igel gelernt hast. Okay, also du siehst, so eine Mindmap ist ganz schön praktisch. Die kann dir die Textarbeit ganz stark vereinfachen. Ja? Du hast dir jetzt schon die Arbeit gemacht, hast dir super dir Sachen aufgeschrieben, die du auch mit dieser Mindmap spitzenmäßig wieder lernen kannst. Also wenn wir vielleicht irgendwann mal eine HSU-Probe über den Igel schreiben, dann kannst du die Mindmap hernehmen und mit der super gut lernen. Okay, gut. Dann war es das für heute. Mach das Blatt noch fertig und dann bis zum nächsten Mal.